Es war ein großer Gewinn für uns alle. Sagen wir vor 20 Jahren, als klar war, dass Menschen durch einen Trauma-Einfluss es schwerer haben im Leben. Trauma, das ist griechisch und heißt Wunde oder Verwundung. Und ehrlicherweise, wer von uns ist denn in der Kindheit nicht verwundet worden? Wir sind alle verwundet worden. Notwendigerweise, niemand hat uns etwas angetan. Wir sind eben, so wie wir auf die Welt kommen, fragile Wesen. Und wir werden verwundet. Und wir heilen diese Wunden. Jetzt ist Trauma in aller Munde. Ein bisschen zu viel scheint mir. Und doch ein bisschen zu wenig. Denn wenn wir gleichsetzen die Folgen von traumatischen Ereignissen mit dem Begriff Karma, dann betrifft es uns alle. Und dann ist es wichtig. In Abstufen selbstverständlich. Da ist jemand, dem ist schwere Gewalt angetan worden und seine Prägung ist besonders tief. Und da ist jemand von uns, der halt in seiner Kindheit Ohnmachten erlebt hat und aufgrund der Ohnmachten Konditionierungen angenommen hat, Überlebensmuster, und die behindern heute sein gerne Leben. Das ist das ganze Spektrum. Es gibt nicht Trauma, ja oder nein, sondern es gibt ein Spektrum von jeder von uns ist verwundet worden, jeder. Jeder hat Heilungssituationen erlebt, aber jeder von uns hat auch Situationen erlebt, in denen er sozusagen nicht ganz geheilt ist. Das heißt, wo er Überlebensmuster entwickelt hat, die er entwickelt hat, um mit der Verwundung zurechtzukommen. Wir werden nächste Woche, am Freitag nächster Woche, in Zürich sein. Wir sind eingeladen worden, Freimarie und ich, zu den Züricher Traumatagen, die schon seit vielen Jahren jedes Jahr um diese Zeit stattfinden. Wir werden zusammen sein mit Peter A. Levine, dem ich sehr viel verdanke. Vor 30 Jahren war er der Erste, der die neuen Gedanken zum Umgang mit Trauma in die Welt gebracht hat. Und mit Frau Behnsen, einer dänischen Forscherin. Wenn Sie sich interessieren dafür, wenn Sie sich interessieren für, wow, wieso rutsche ich immer wieder in dieselben Muster rein, erstens, und warum bewege ich mich denn immer wieder in ähnliche Konstellationen, die mir dann wieder diese Möglichkeiten und Triggersituationen offenbaren, um dann wieder wie ein Automat zu reagieren. Das ist der Aspekt, der mich persönlich am meisten beschäftigt mit Trauma, weil er so alltagspraktisch ist. Wenn Sie sich interessieren, entweder als Profi, weil Sie als Therapeut oder Arzt mit traumatisierten Patienten arbeiten, oder als Pädagoge ein Auge drauf haben wollen, wie Sie mit Kindern oder mit Erwachsenen umgehen, bei denen Sie pädagogische Aufgaben haben und Sie möchten diesen Menschen helfen, aus diesen Mustern herauszukommen. Oder Sie sagen, wow, wenn ich mal ganz ehrlich bin, rutsche ich immer wieder in ähnliche Muster hinein. Naja, die Muster, die habe ich mir ja nicht ausgedacht. Die Muster, in die ich hineinrutsche, waren das, was ich probiert habe, um mit dem, was ich nicht bewältigen konnte, umzugehen. Und die große Krux für uns ist, wenn unser Körper erst einmal eine Methode gelernt hat, gibt er sie freiwillig nicht auf, auch wenn er sie nicht mehr bräuchte. Und genau an dieser Stelle werden wir ansetzen. Mit einfachen Übungsanleitungen, aber auch mit einem grundsätzlichen Verständniszugang zu sehen, was es bedeutet, wenn hinten vorne eines jeden Gehirns auf jeder Seite und die Kommunikation der beiden Seiten durch eigene Übung in ein gerne Leben führen kann. Und dafür stehe ich.